Hallo und herzlich willkommen zurück bei Our Kingdom, bei einer weiteren Folge mit mir. Wir sollen jetzt hier mit Isada sprechen, da wir herausgefunden war, was das Gespräch zwischen der Hexe und dem Schwarzen Ritter war. Und wir werden noch weitere Geschichten herausfinden, was noch so passiert ist. Wenn du mehr über den Aufenthaltsort des Schwarzen Ritters herausfinden willst, geh zum Wunderbecken. Bei den großen Veränderungen, die in der Umgebung der Mine geschehen sind, muss der Zauber dort ausgesprochen worden sein. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Den Rest musst du schon selbst herausfinden. Dir fällt sofort ein, wer gut über das Wunderbecken Bescheid weiß. Vielleicht kann dir Reiseführerin Rebecca helfen. Aber nur vielleicht. Warum ist hier schon wieder keine Musik an? Ja, ist, Musik ist an. Okay. Musik ist an. Quietsch, quietsch, quietsch. Warum hört man keine Tapsen? Wenn man reitet? Du fragst Rebecca, was beim Wunderbecken geschehen ist. Da bist du bei mir genau richtig. Ich bin die erfahrenste Reiseführerin der Gegend. Ich kenne mich mit der Beschaffenheit und der Geschichte der Mine bestens aus. Einer Legende nach ist das Wunderbecken wie ein Energiespeicher. Es heißt, es kann unglaubliche Mengen an Energie aufnehmen. Nachdem du Rebeccas Ausführungen gelauscht hast, fürchtest du, dass der Schwarze Ritter die Energie des Gaia Kubus im Wunderbecken gespeichert hat und damit das gesamte Minengebiet verseucht. Ein Schlabau. Okay, wo geht's jetzt weiter? Mit Lou. Oh. Du willst das Wunderbecken untersuchen? Lass mich dir dabei helfen. Diese, jetzt erzähl mir nicht, dass du das Wunderbecken untersuchen willst. Dann lass mich dir wenigstens helfen. Nachdem du mir in Tortuga so geholfen hast, kann ich das wenigstens etwas wieder gut machen. Ich bin zwar kein großer Kämpfer, aber ich kann dir bei der Untersuchung helfen. Wenn du die Monster beim Wunderbecken ablenken kannst, kann ich in Ruhe nachsehen gehen, was dort vor sich geht. Du sorgst dich um Lus Sicherheit, aber an der Korsarenküste ist er beim Miezenlager ein großartiger Kundschafter abgegeben. Daher nickst du zustimmend, aber ermahnst ihn, vorsichtig zu sein. Überlass diese ruhigen Schmarotzer ruhig uns. Wir machen das schon. Alles klar, ruhigen Schmarotzer. Toller Name. Toller Name. Für einen ruhigen Schmarotzer, obwohl er bloß ein Scheißkäfer ist. Guck dir den Scheißkäfer an. Käfer. Käfer. Käfer, Käfer. Denkt dran, wenn ihr einen Käfer seht, schreit ihn an und sagt: Ruin, Schmarotzer! Sprich Lou, um die Quest zu beenden. Lou, ich rede mit dir. Ich war gerade im Inneren des Wunderbeckens, allerdings sind dort überall lauter Monster. Außerdem schwebt dort eine seltsame Lichtkugel in der Luft. Es sind wirklich viele Monster dort und sie sehen auch nicht harmlos aus. Wenn sie dort herauskommen, sind die Einwohner in der Umgebung in ernster Gefahr. Lou schaut besorgt rein und verfällt in dumpfes Brüten. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Wann ist denn Bobby wieder aufgewacht? Schwankend stürzt er sich am Felsen ab und ächzt vor Anstrengungen. Du bist wieder bei Bewusstsein.
Aber übertreib's nicht. Es war nicht so einfach, dich zusammenzuflicken, also beweg dich nicht zu sehr. Mach dir keine Sorgen. Hör zu, mein Vater hat mir erzählt, dieser Kerl, der schwarze Ritter. Ja, was denn? Erzähl doch weiter. Mein Vater sagte, dass das passiert, weil der schwarze Ritter eine starke Macht in das Wunderbecken geleitet hat. Diese Lichtkugeln funktionieren quasi wie Batterien. Ich fürchte, die Energie kommt von Gaia Kobus. Wenn das Wunderbecken das Zentrum der Energie ist, kann sie leicht die gesamte Mine durchfließen. Aber wenn diese Lichtkugel zerstört wird, sollten die Lebewesen in der Mine nicht mehr davon betroffen sein. Nichtsdestotrotz müssen wir erst einmal diese Monster hier loswerden. Du nickst und hoffst, dass Bobby noch mehr dazu sagen kann. Okay, lass uns mal mit den Energiegolems anfangen. Bevor wir die Lichtkugel zerstören, müssen wir die Wunderfelsenmonster vernichten. Aber bevor wir das machen, müssen wir die Zittersteinfragmente aus den Energiegolem holen. Wenn wir alle Fragmente haben, dann können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. Bobby Fett hält sich die Wunde. Offenbar leidet er Schmerzen. Gib mir die gesammelten Zittersteinfragmente und du ruh dich aus. Du bist schwer verletzt. Um Gaias Willen. Lol wirft Bobby einen strengen Blick zu. Okay. Energiegolem. Zitterstein erbeuten. Ja. Energiegolem. Welche Kreaturen? Ich weiß gar nicht, wovon er redet. Ach ja, die anderen Golems kommen bestimmt auch noch an. Ja, alles Golems. Oh, ich bin schon fertig, ne? Was willst du denn jetzt hier von mir? Gimmi von Danne. So. Abgeben. Oh. Wir haben jetzt genug Fragmente, denke ich. Ich werde sie nach Bobbys Anleitung zu einem kompletten Zitterstein zusammensetzen. Okay. Benutze den zusammengesetzten Zitterstein gegen die Wunderfelsenmonster. Es ist wie bei den Matschlingen. Sie erscheinen durch die Magie des Wunderbeckens. Nachdem die Wunderfelsenmonster besiegt sind, zerstöre sie mit dem Zitterstein. Die Magie entweicht und sie können nicht mehr auferstehen. Okay. Die Energie erweicht und die können sie nicht mehr auferstehen, ja. Die Energie entweicht und die können nicht mehr auferstehen. Und desto mehr ich von diese Kreaturen töte, desto mehr kommen noch. Du kannst es nicht. Gib es auf. Du wirst zerstört. Und sprich mit Lou. Zitterstein reagiert auf Frequenzen. Ah. Okay. Mal gucken. Die Zahl der gegnerischen Felsmonster sinkt stetig. Offenbar funktioniert es. Jetzt müssen wir noch diese Lichtkugel zerstören. Okay, aber jetzt sprechen wir mit Rebecca. Die Monster im Wunderbecken kommen langsam heraus. Wenn ich mir so anschaue, wohin sie sich bewegen, wir werden wohl bald Besuch bekommen. Bitte, verjagt diese grässlichen Viecher. Sie dürfen uns nicht erreichen. Ah ja. Und jetzt wieder zurück. Und da der ganze Spaß angefangen hat,
muss ich auch hier wieder noch mehr Golems kaputt machen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sie zerstören. Einfach so. Weil wir es können und Spaß dran haben. Wunderfelsenmonster. Die ich vorher nie gemacht habe. Jetzt muss ich sie machen. Weil dieser komische Energiestein nichts gebracht hat, muss ich noch mehr von denen zerstören. Da stellt mich die Frage, warum nicht gleich drauf? Und hier später. Hä? Okay, du geh mal weg. Dich brauche ich nicht. Ich brauche den dann. So. Sprich mit Rebecca. Rebecca, ich komme. Miau. Du erzählst Rebecca, dass du die Monster vertrieben hast. Du hast diese scheußlichen Kreaturen besiegt. Jetzt kommen sie sicher nicht mehr her. Und das haben wir nur dir zu verdanken. Ist ja nur, dass da noch welche spawnen, ne? Ist ja nicht so, dass sie noch, doch noch kommen wollen. Ja. 44! Yay! Lu. Gut, jetzt sind wir bereit für den letzten Schritt. Bobby sagt, dass wir diese herumschwebenden Lichtkugeln zerstören müssen. Dann wird die gesammelte Energie im Wunderbecken allmählich entweichen. Wenn das so passiert, wie Bobby sagt, dann sollten sich die Lebewesen in der Gegend bald wieder normal verhalten. Ja, werden wir dann sehen. Und zwar, die werden uns weiterhin angreifen. Weil wir sie angeblich beruhigen. 1. Guck mal, wie beruhigt die aussehen. Überhaupt nicht. Können gleich wieder zurück. Nachdem du alle Lichtkugeln beim Wunderbecken zerstört hast, überbringst du Lu die gute Nachricht. Das heißt, bald sollte es hier wieder normal zugehen, richtig? Lu scheint nicht sonderlich erleichtert zu sein. Rebecca hat mir gerade erzählt, dass ganze Insektenscharen aus dem Norden in Richtung des Wunderbeckens unterwegs sind. Im Norden muss also irgendetwas passiert sein. Wenn das gar nicht... Gut, stöhnt Bobby und versucht sich aufzurichten. Gerade als du Bobby fragen möchtest, ob er irgendetwas weiß, wirst du von Lu aufgehalten. Rebecca und ich sind hier. Bobby ist auch wach. Sollte es also gefährlich werden, können wir uns jederzeit zurückziehen. Schade, dass ich nicht mitkommen kann, aber ich wäre dir nur ein Klotz am Bein. Allerdings könnte ich dir... auf andere Weise unter die Arme greifen. Lu grinst und zwinkert dir kurz zu. Aha, eine Reisetasche. Lu gibt dir ein Päckchen, in dem sich ein leichtes Rucksack befindet. Den könntest du auf deiner Reise gut gebrauchen. Behalt ihn ruhig, selbst wenn du ihn nicht gebrauchen kannst, ist er immerhin besser als irgendwelcher nutzloser Kram. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun, aber ich bin nur ein einfacher Händler. Du bedankst dich bei Lu, zwar kann er sich nicht an deiner Seite an das Schlachtgetümmel stürzen, doch während der letzten Nachforschung ist er dir eine große Hilfe gewesen. Du solltest dich wieder auf den Weg machen. Viel Glück auf deine Reise und pass gut auf dich auf. Alles klar. Noch eine Tasche plus dazu. Wow. Was ist das hier? Waffenkiste. Ich will keine Waffe. Nicht von euch. So, Bobby möchte noch sprechen. Diese Käfer habe ich im Norden der Mine gesehen. Vater und ein paar andere Leute werden dort gefangen gehalten. Du hast zwar gesagt, dass der Forschungsteam schon Leute hingeschickt hat, um sie zu befreien. Was habe ich dir gesagt? Du sollst dich nicht bewegen. Schon gut, es geht mir schon viel besser, aber ich mache mir Sorgen um meinen Vater.
Jetzt tauchen die Käfer von dort schon hier auf. Bitte, Diese, kannst du zum nördlichen Teil der Mine gehen und nach meinem Vater und den anderen Leuten sehen? Ich fürchte, dass sie wegen dieser wilden Käfer nicht heil zurückkehren könnten, aber du kannst sie bestimmt vernichten. Na klar. Wenn ich das wollte, könnte ich. Mache ich auch. Auf geht's! Ah, ein Spezialdreieck. Felsenkäfer! Felsenkäfer! Oh, noch mehr Felsenkäfer. Felsenkäfer! Meine Güte. Huch. Ganz schön aufdringlich. Wundermineralgebiet. Sattel auf, Sattel auf, Sattel auf. Du kommst gerade richtig. Wir brauchen dringend Unterstützung. Wir müssen schauen, wie wir auf dem Rückweg an dem Monster vorbeikommen. Sonst können wir Victoria keinen Bericht erstatten. Das Mitglied der Forschungsteams, mit dem du sprichst, heißt Nate. Er blickt niedergeschlagen drein, doch er versucht, sich seine Sorgen nicht anmerken zu lassen. Es sieht nicht sonderlich gut für uns aus. Wenn uns nicht bald jemand zu Hilfe kommt, sind wir erledigt. Okay. Du fragst Nate, wie die Situation im Lager ist und wie es den vom schwarzen Ritter entführten Personen jetzt geht. Wir haben uns an Bobbys Karte orientiert und die Leute gefunden, aber wir kamen zu spät. Der Tempelgelehrte Meles war bereits tot. Der schwarze Ritter hat ihn einfach getötet. Meles Fachgebiet waren alte Schriften. Erinnerst du dich, was du in Isadas Erinnerung am Riesenfelsenaltar gesehen hast? Der schwarze Ritter schien Meles zwingen zu wollen, den Gaiakopus für ihn zu erwecken. Und danach hat er ihn einfach getötet. Du wirst das Gefühl nicht los, dass Meles Tod von vornherein vom schwarzen Ritter eingeplant war. Meles Assistent Maggie wurde ebenfalls von schwarzen Ritter entführt. Über ihren Verbleib wissen wir nichts. Die anderen befreiten Gefangenen sind zwar jetzt außer Gefahr, aber sie sind stark geschwächt. Hilf mir bitte erst einmal, Trinkwasser an sie zu verteilen. Yep. Trinkwasser an sie zu verteilen, und das machen wir dann in der nächsten Folge. Und jetzt kommt wieder der geile Spruch. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Aura-Kindern-Geschichten mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, und wir sehen uns dann übermorgen in der nächsten Folge. Ciao mit